herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute da den, die das Animated Passenger in Your Truck, das heißt animierter Beifahrer für euren LKW. Das heißt, ihr habt hier in dem Fall ein Mädchen, gibt aber auch einen Mann oder eine Männin, nein, einen Mann oder eine Frau, die ihr hier euch auf den Beifahrersitz pflastern könnt, die animiert sind. Das heißt, die bewegen sich. Ne? Das heißt, ihr fahrt durch die Gegend und die zappelt dann hier ganze Zeit rum. Ob man das jetzt möchte oder nicht, das die Frage ist jetzt mal dahingestellt. Die kratzt sich die ganze Zeit am Fuß, wahrscheinlich aus der Fußlöse, was weiß ich was. Aber die könnt ihr hier jetzt auf eurem Beifahrersitz euch drauf pflastern. Boah, wie schon gesagt, ob man das will oder nicht, das ist jetzt mal dahingestellt. Wie funktioniert das Ganze? Ihr braucht als erstes schon mal das Sizzles Interieur-Add-on. Das ladet ihr euch runter. Ihr müsst jetzt genau aufpassen, sonst funktioniert es nicht. Ne? Sonst zappelt ihr hier nicht rum, die Olle. Also, ihr ladet euch Sizzle runter, geht hier in die Werkstatt hier, also oder Garage, wo auch immer, kauft euch die Melissa. Kennt ihr mittlerweile, ne? Die Melissa, die im Sizzle-Dingsbums ist. Das ist die mit die Blonde. Die setzt euch hier auf euren Beifahrersitz, speichert das Ganze oder kauft euch die. Dann geht ihr wieder in euer Profil rein. Also hier, Profil, ne? Tralala. Dann geht er hier wieder in eurem Mod-Manager rein. Und dann aktiviert ihr erst euren Female, in dem Fall Female-Mädchen, oder Male, also den Mann in dem Fall, aktiviert ihr den. Der steht dann über den Sizzle-Schizzle-Wizzle-Interieur-Item. Und dann habt ihr praktisch diese Zippe, wie ihr es jetzt hier seht, bei mir im Spiel. Also nochmal ganz wichtig, ihr müsst erst Sizzle-Interieur-Megapack aktivieren. Sucht euch diese Melissa aus, setzt euch die auf den Beifahrersitz, dann geht ihr wieder hier rein und dann aktiviert ihr erst diesen Mod, in dem Fall das Mädchen oder halt dann den Mann. Und will ich nicht beenden. Und dann funktioniert das auch alles wieder. So, das ganze Spiel jetzt mal von außen. Ihr könnt sehen, die Ani ist auch von außen animiert. Und das ändert sich immer. Das finde ich ja jetzt hier mal ganz witzig. Also ich habe jetzt euch gerade gezeigt, wie das funktioniert. Und jetzt sitzt auf einmal hier eine Blonde da. Habe ich ausgetauscht, weil die Schwarze hat mir nicht gefallen. Ich habe gesagt, komm, ich will eine Blonde haben. Die habe ich jetzt hier von der Straße aufgegabelt. Die war ganz günstig. Und die nehme ich mir jetzt hier mit. Ein positiver Aspekt von diesem Mod. Sie spricht nicht. Sie sagt nicht, ich habe Hunger. Oder ich muss mal aufs Klo. Oder gib mir mal Geld. Ich will Nagellack kaufen an der Tanke. Was weiß ich was. Egal. Das ist das Positive. Dann habe ich noch einen positiven Aspekt. Sie zappelt, also sie ist beweglich. Auch ganz gut. Sieht dann vielleicht ganz witzig aus, wenn sich hier neben dir jemand bewegt. Wie schon gesagt, man kann auch den Mann nehmen. Negativer Aspekt ist, ich habe keinen. Vielleicht, dass man den Mod halt nicht mag. Aber das ist wieder alles Geschmackssache. Ja, mehr ist es nicht. Ihr wisst jetzt soweit, wie das alles funktioniert mit dieser Animation. Also erst Sizzles runterladen, dann die Melissa auswählen und dann nochmal in euer Profil oder Mod-Manager gehen und dann erst den Mann oder die Frau auswählen. Und dann habt ihr hier euren animierten Beifahrer. Habt ihr noch Fragen dazu, dann einfach kommentieren. Ansonsten lasst ein Däumeling da, Abo für den Kanal nicht vergessen, Glöckchen drücken und dann wünsche ich euch noch eine angenehme Nachtruhe. Kommt gut durch den Sturm. Könnt ihr mal berichten, wie es bei euch so ist. Bei mir in Oberbayern ist es ganz ruhig. Das heißt, ich kann eine brennende Kerze rausstellen. Die geht nicht aus. Bei uns ist alles ganz, ganz ruhig. Aber das soll morgen erst kommen. Mal abwarten. Schulfrei ist schon angekündigt bei uns. Mal sehen, wie es dann wirklich wird. Gut, dann schönen Abend noch. Macht's gut. Bis bald und ciao.